Ich habe nur keine Hefe mehr. Ich will auch so ein bisschen Hefe in den Pizzateig machen. Ich würde ja sagen, kannst du welche von uns haben, aber du bist das du dir selber jetzt erstmal abholen. Ja, vielleicht so ein Beutelchen Hefe, ey. Aber was sind das denn? Das ist hier dieses Straßenhefe, Alter. Hm. Ja, nur die geilen Sorten. In so einzelverpackten Tütchen. Hm. Grüße. Sie oder wir? Unser Sieg über die Angrosch muss gefeiert werden. Ich frage mich, wie lange es wohl dauert, bis diese Grobianer einen neuen blutrünstigen Anführer gefunden haben. Ganz gleich, wir werden auf sie vorbereitet sein. Nachricht für Dolchfan. Ich glaube, ihr habt ihnen ziemlich deutliche Botschaft zukommen lassen. Vielleicht haben meine Männer nun nicht mehr so viel Angst vor dem Dolchfan-Stamm. Oder sie schämen sich zumindest für ihren Mangel an Mut. Seid vorsichtig. Die Verteidigung von Sabrajin. Hast du abgegeben, ja, ne? Ja, habe ich abgegeben. Ja. Fünf von sieben. Oh yeah. Bim, 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 bada. Bim, 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 bada. Hüterin Lesser. Ich lese gleich. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Wenn ich mir jetzt wirklich vor. Hier ist wieder ein hier ist mein Katzenkorb. Kitty! Vielen, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub. Im sechsten Monat. Dankeschön. Na, alles gut. Die Göttin segne euch. Ja, wir haben gerade über Horrorfilme gesprochen. Habt ihr die Proben schon? Yo. Hat jetzt nichts mit Kitty zu tun, aber wollte mal so in den Raum werfen. Oh Gott. Nicht, dass Kitty jetzt sonst was denkt. Die Proben stimmen definitiv überein. Und die Anwesenheit der Oger und was sie dort tun, erklärt alles. Jetzt verstehe ich, warum der Ort Prügelsumpf genannt wird. Wir müssen etwas an dieser Situation ändern. Aber was? Wir können nicht einfach alle Oger auslöschen. Sie haben genauso viel Recht, hier zu leben, wie alle anderen Lebewesen in den Marschen. Jägerin, ich habe eine Idee. Ich möchte, dass ihr euch wieder nach Norden aufmacht, aber dieses Mal in das Herz des Ogergebiets. Nordwestlich des Prügelsumpfs gibt es einen Ort der Festung, der Angorosch genannt wird. Er befindet sich auf einer Insel jenseits einer großen Pilzbrücke. Dort lagern sie bestimmt die geernteten Pilze. Ihr könnt sie sicher überall finden. Wahrscheinlich haben die Oger selbst sie sogar in den Taschen. Bringt mir genügend davon und ich werde versuchen, die Sumpflords mit einer neuen Nahrungsquelle zu versorgen. Geht in Frieden. Bin mit meinem Main online. Yay! Jechün. Oh yeah! Ja, wir lungern hier rum gerade. Wir sind ja eigentlich auch fast fertig, glaube ich. Ja, zwei Kapitel fehlen noch. Viel fehlen. Ich glaube, in den ausgegrauten Gebieten ja gerade, wo wir noch nicht durchgeflogen sind. Was haben wir denn? Ein Ausflug mit den Sporlingen und diese Pilze sollte man nicht essen. Ich glaube, ein Geschichtsstrang ist dann hier noch. Da müsste man noch was sein mit ganz vielen Quests. Nee, da ist ein Ali. Ach so, ja, stimmt. Ach ja, wir sind ja Horde. Die ja, zwei, stimmt. Also in der Mitte, wo rechts auch ausgegraut ist, ja, da stimmt. Sind auch. Ja, stimmt, wir sind ja die hier. Die Allianzposten. Ja, okay. Alles gut. Ja, wir können mal dran vorbeifliegen zum Aufdecken. Stimmt, da ist dann dieser komische Turm-Ding. Obwohl, nee, ich glaube links oben. Obere Zuflucht. Also das hier ist auf jeden Fall Allianz. Ja, links auf der Seite. Aber rechts auf der Seite gibt es auch einen Durchgang. Ich bin mir da nicht sicher, ob da auch noch irgendwie ein, zwei Quests gibt. Also ich weiß es nicht, aber könnte sein, dass da auch noch was ist. Ja, da links ist der Allianzposten auf jeden Fall. Aber rechts auf der Seite, also rechts vom großen Schlangensee, wo das nach oben geht, wo es angrenzt, da gibt es auch einen Durchgang auf jeden Fall. Zum Schergrad.
Und ich glaube, davor gibt es einen Dude, der vielleicht ein, zwei Quests hat. Jetzt müssen wir mal aufdecken. Das auf jeden Fall. Ja. Kann nur nicht durch Zeit, ne? Ein bisschen. kann nur nicht durch die Zeit reisen. Also kann nicht in das Portal. Da bin ich schon wieder befragt. Doch. Also nee, durch Dark Portal doch kannst, geht. Du hast mehrere Möglichkeiten, in die Scherbenwelt zu kommen. Entweder über den Portalraum nimmst du das Portal nach Shadrath. Oder wenn du durch das Dark Portal gehen willst, dann musst du in dem hier verwüsteten Land da. Da gibt es so einen Zeitdrachen, der wird auf der Karte angezeigt. Mit dem musst du sprechen, um das alte Version von dem Gebiet zu laden. Und dann kannst du durch das alte grüne Dark Portal auch gehen. Wie kompliziert wollen sie es haben? Ja, ist halt ein Zeitdrache, der muss das Gebiet ändern. Das sind halt mehrere Phasen so. Kasten mit Pilzen. Lass mal Pilze sammeln. Kisten. Sammelquest, oh je. Das haben wir gerne. Willst du euch? No. Also wie gesagt, Möglichkeit gibt es dann scheinbar. Ja, auf jeden Fall. Duft hat es auch schon mal geschafft, sie mitzureißen. Die respawnen ja aber schnell, du. Hier gerade erst kaputt gehauen. Ich müssen ja gerade einfach nur die Rückenschmerzen. Lieb das Mücken zerdrücken. Kitty! Zimmerdecke. Miau. Ich bin jetzt nach Shadrath mit dem Portal. Ja, und von dort aus kannst du einen Flugmeister nehmen. Je nachdem, wie viele Flugpunkte du hast, kannst du auch schon direkt hier nach Zangamarschen. Oder du fliegst halt einfach selbst. Dann bist du ja schon in der Scherbenwelt. Hat der Kisten da drin? Der hat keine Kisten da drin. Einfach den ganz normalen Flugmeister, ja? Du kannst ja auch bestimmt einen Flug bauen, oder nicht? Dann muss ich zum dunklen Portal erst, ne? Nee. Wir sind ja in Zangamarschen. Das wird mir hier nicht angezeigt. Achso, ja, dann hast du halt hier gar nicht gequestet. Dann nee. Musst du entweder selbst fliegen oder vom dunklen Portal aus. Aber von Shadrath ist näher dran, also. Das kriege ich selber. Ja. Welcher Strang fehlt euch noch? Du meinst von den Geschichtsfortschritt? Na, einmal Pilze und. Ja, der letzte und der viertletzte. Pilze und Ausflug. Ja. Pilze und Ausflug fehlt. Das machen wir ja gerade mit den Pilzkisten. Boah, er wird schon zu Ende sein, wenn es zu Ende ist, ne? Die Quest wollen wir schon finden. Jo. Muss ich mich jetzt mit dem Zeitdrachen reden, weil ehrlich ist die Welt ja noch ganz normal bei mir, ne? Ne, bist du in Shadrath? Na, Shadrath Portal, ja. Also mit dem kleinen Portal im Portalraum. Ja, dann brauchst du nicht mit dem Zeitdrachen, weil das Portal bringt dich direkt hierher. Wenn es das Richtige ist. Da gibt's, was steht auf dem Portal, wenn du mit der Maus rüber haberst? Kleiner Shadrath war das, glaube ich, einfach nur. Ja. Ja, das müsste eigentlich das Richtige sein. Ich muss gerade überlegen, dass Warlords. Nee, da gibt's. Ja, da gibt. Nee, Quatsch, ist alles gut. Und Warlords ist ja die Stadt, nicht Shadrath. Da ist ja was anderes. Ich gehe einfach recht restlos verwirrt. Hier oben war das. Es ist noch super da. Es ist noch super da. Ausflüge jetzt hier nochmal nicht in die Geschichte rein.
Ja, doch, scheinbar ja schon. Ein Ausflug mit den Sporlingen. Geschichtsfortschritt. 5 von 7. Oh, wird schon seine Richtigkeit haben. Ich glaube, es wird das da stehen, oder? Also, wir sind Wiesen nicht, aber. Es ist zumindest da in der Geschichtsdingens mit drin. Also, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe den Meister Lehren schon vor Ewigkeiten gemacht. Ich hab's durch Zufall halt, glaube ich. Ob dabei ist oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Also, ich habe das ja nur mit Allianz gemacht bisher. Also Horde weiß ich tatsächlich gar nicht. Wie, wo, was. Ich sag immer, ne, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Hi. Oh. Oh. Alter. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich mit meinem Rücken machen soll. Weißt du, jetzt bin ich wach, aber am Rücken. Oh. Sie hat Rücken, Brudi. Pass auf, Junge. Problem ist, wenn ich mir jetzt eine Decke reinlege, dann schlafe ich wirklich doch noch ein. Kannst du mir gleich einen Schlaf geben? Du wirst schon nicht zerbröseln. Nicht? Das ist halt nur unangenehm. Ah, Rücken ist kacke. Ungefähr auf der gleichen Ebene wie Kopfschmerzen. Ist beides genauso scheiße. Je nachdem, wo die Rückenschmerzen sitzen. Nein. Hm. Ist aber ganz schön zäh. Er ist auch Elite, ja. Das will ich nicht so anstellen. Alles stirbt einmal. Moins. Ach, die spawnen, wenn man die Kisten lootet. So, irgendwo hier müsste sein. Wir sind ja in so einer Höhle dran. Mhm. Wir suchen Pilze. Die heilige Pilzsuche. Massaker der Herf und von zu Pilz. Oh, Herf und zu Pilzens. Ich sitze auch gerade wie so ein Schluck Wasser, ne? Das ist nur so der obere Körperabschnitt. Jetzt wäre ich zu klein für meinen Stuhl. Ist so. Menschen schrumpfen im Alter, das ist ganz normal. Ja, danke. Ich versuche nur den. Menschen schrumpfen auch den Tag über. Wann war der Mensch schon mal größer? Morgens oder abends? Morgens war ich, glaube tagsüber ist irgendwie mit den Knochen, dass die irgendwie. Irgendwie sich irgendwie zu stauchen, klein werden, irgendwie so. Mhm. Ich glaube, morgens, nachdem man sich gestreckt hat, ist man am größten. Ja, Ausflug mit den Sporlingen war das. Was fehlte. Wir sind freundlich, Titanpanzer. Wir sind immer freundlich. Wir sind die freundlichsten der Freundlichen. Ja, noch sind wir neutral tatsächlich. Irgendwo hier oben müsst ihr sein, aber ich finde euch nicht. Ja, wir können ja nochmal da so Sumpflord-Typen hauen. Ich glaube, das geht ja am einfachsten da. Ja, aber erstmal machen wir das. Ich glaube, hier sind wir dann jetzt durch, ne? Ja. Wenn noch eine Quest kommt, will ich hier endlich fertig sein. Pilze zurückstehlen. Okay, ihr seid eigentlich gerade an mir vorbeigeflogen, aber ich habe euch nicht gesehen.
Ja, du bist, ja, dann bist du ich noch in der so anderen. Server, oder? Und nee, doch, Kitty, doch, Kitty, ich glaube, wir haben extra auf Kittys Server angefangen. Oh, das ist ja. Seid auf meinem Server. Dann ist er aber in einer anderen Zeit. Ja. Nee, eigentlich gibt es hier kein Phasing auf dem. Weil also das hatten wir doch auch mal, da waren wir auch genau aufeinander. Achso, ja, dann hat er so einen anderen, Dings, einen anderen Chart, aber eigentlich, ich glaube, so überfüllt ist das Gebiet jetzt nicht, dass es hier eine zweite Zone geben muss. Ehrlich, eigentlich genau da, wo ihr gerade lang geflogen seid, auf dieser Pilzbrücke. Ja, ich kann da nochmal dahin fliegen. Weil ich weiß, dass. Pilzbrücke. Brudi, Aldi Parkplatz. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir sind jetzt über der Pilzbrücke. Ja, ich auch. Müsst ihr euch hier nicht. Bist du oben oder unten? Unten. Aber hier stehen bei mir stehen alleine schon mehr Monster als bei euch. Mehr? Ja. Das geht. Ja. Einer steht auch direkt auf dem Pilz, einer läuft jetzt auf dem Pilz, zwei stehen davor bei mir. Ja, dann sind wir in einer Phase, ja. Wir könnten dich ja mal einladen. Jetzt davon. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Wie hieß dein Char nochmal? Also. Jetzt sehe ich euch. Ah. Hallo. Hi. Na, du? Ist immer noch schade, dass man den Helm nicht mehr aufblenden kann, sondern. Es irgendwie anders geht. Hä? Wie aufwerten? Nicht aufwerten, ausblenden. Ja, doch, geht. Kannst du beim Transmog einfach ausblenden. Achso. Musst du nur wegtransmoggen. Ja, bitte mal irgendwo mal. Man kann mittlerweile ja fast alles wegtransmoggen. Kannst einfach nackig rumlaufen. Oh. Oh. Da wird sie hellerig. Oh ja. Yeah. Ja. Wenn sich die Katzenöhrchen erstmal auf, so. Was? Da, Zankamarschen. Ah, jetzt haben wir schon wieder das mit der Synchro, weil. Kitty hätte ja wahrscheinlich nichts gemacht. Wir können unsere Quests jetzt gerade nicht abgeben, die wir abgeben wollen. Die ist jetzt weg. Stimmt. Ja, auf der Karte ist die jetzt verschwunden hier. Ich glaube, die ist wieder bestimmt hier. Die ist hier unten. Pausiert, ja. Eigentlich. Ja, ja. Wir könnten ja trotzdem hier in hier könnten wir machen. Könnten hier, wir tun. Hier in dem Gebiet hier unten. Die Quest können wir nicht machen. Wir müssen alles nochmal machen. Ja, das Gebiet will ich aber heute auf jeden Fall noch durchkriegen. Ja, wir sind ja fast fertig. Je nachdem, wo da der Geschichtsstrang ist, dann, ne? Ja, das mit den Pilzen, denke ich mal, hätten wir jetzt ja fertig gehabt. Ich glaube, das war die letzte oder vorletzte. Und bei dem anderen, wo wir jetzt ein bisschen Rufen noch machen müssen. Der Ruf. Der Ruf ist on fire. Wie viel haben wir denn da? Also ich habe neutral 200 Ruf, also das fehlt nicht viel. Du wirst wahrscheinlich ähnlich viel haben. 2855 von 3000. Ja, eben das ist nicht viel da. Macht mal einmal hier sich hier die Sumpflords da, die wiederholbare Quest und dann hat sich das schon erledigt. Oder wir gehen einfach hier Dings in die Ini, da gibt es da glaube ich auch Rufe sporiger. Können wir machen. Dann gehe ich aber vorher nochmal wohin. Bist du doch fit für Nini? Fit bin ich für gar nichts mehr. Das ist die falsche Antwort. Aber du wolltest eine Antwort hören. Diese Antwort wird nicht akzeptiert. Ich habe nicht gesagt, dass es die richtige Antwort sein wird. Ja, genau, im Tiefensumpf, da gibt es diesen Blut-Hibiskus-Quest.
Müd. Die war eigentlich mal ein Sporriger, aber wie ist er jetzt in der Indie drin? Okay. Müssen dich mal wieder wach machen. Ja, das mache ich jetzt, indem ich kurz nochmal rausgehe und meinen Klogang mache und dann bin ich bereit für die Indie. Und am besten nochmal eine Rückenübung. Damit ich ganz zusammen. Ist gut. Ja, das kann ich draußen machen. Ich glaube, hier unten störe ich nur Frisches. Der kriegt dann oben zu viel. Wenn ich... Der hat mich so im Kopf gedreht. Ja, nein, wieso? Du fliegst verkehrt rum. Ja, du bist hier im Upside Down. Du fliegst verkehrt herum. Richtig. Ohne Witz, in echt, ich würde... diese Realitäten verdrehe. In echt, ich würde echt kotzen. Bei der... Bei meinem Flugstil? Ja, also bei der Art, wenn man auf dem Kopf fliegt. Ja, muss sich gut festhalten. Soll ich dir das Geheimnis verraten, wie du auf dem Kopf fliegst? Ja, du kannst mit Entfernen und Einfügen mal ein bisschen rumspielen. Weil wenn es nicht mehr hier so eng ist. Ja, gut, da drin kann man eh nicht fliegen, aber beim nächsten Flug dann, ne? Das sind die zwei Wundertasten, mit denen man sich auf den Kopf drehen kann. Dann gehe ich schon mal kurz in den Pause-Screen. Hier. Bin ich gleich wieder da. Katharina Pan. Bis gleich. Ja. Katharina Pan halt. Bis gleich. Ist das die Schwester von Peter Pan? Nein. Das ist einfach nur Pan für Panda. Achso, ich hätte es also, gefragt, Pan wegen Pfanne. Ich war sehr unkreativ, was für diesen Moment angeht. Ja, ist okay. Muss ja auch nicht immer so ein lyrischer Agus sein, ne? Ja. Eine Panda. Hello Panda. Hello Panda. Hätte sich auch fast durchgesetzt. Hello Panda, my old friend. Statt Hello Kitty. Kitty. Ja. Hast du denn da so? Mit dem hast du aber auch noch nicht so lange gespielt, ne? Ich hab nur Dings geprüft, damit ich schnell nach Shadowlands komme, weil jetzt hänge ich unter Shadowlands und. Ich komme noch nicht so ganz klar mit den, ja, ne, den Lords und so weiter da. Den Lords? Ah, du meinst mit den Pakten dort? Also die. Ja, mit dem Pakt, genau. Habe ich den Necrolords angeschlossen. Boah, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was für Krieger gut ist. Ich glaube, ich habe Venti genommen. Am Krieger. Ich fand die Fähigkeit da ganz cool. Das kannst du hier hinrichten. Direkt am Anfang vom Fight nutzen. Du kriegst einen Bubble. Bubbelst du dich hoch, ey. Bubble. Ja, Mann. Und dadurch, dass du als Furie kriegst, guten AOE machen kannst mit AOE hinrichten, ist super geil, ey. Mega Knorke, du. Die gute alte Knorke. Ich hab gerade zum Gucken, naja, weil Equipment ist noch nicht so rauschend. Da geht noch einiges. Ich weiß. Sagt, ich wollte einfach nur die Shadowlands erkunden. Ja, reicht ja auch. Ich würde trotzdem empfehlen, dass du, ich weiß gar nicht, jetzt den aktuellen Patch habe ich gar nicht im Kopf, den habe ich gar nicht gespielt. Aber zuletzt war hier Zeret Mortis, aktuelle Gegend. Kriegst du relativ schnell easy Gear zusammen.
Wenn du das hast, dann ist das Questen und so halt auch einfach leichter, ne? Weil die Viecher einfach schon da dran kriegst. Ich muss halt einmal gucken, was halt für mich so ansteht. Ja, aber du kannst eigentlich machen, wie du willst. Und es ist dann halt nur ein bisschen leichter, wenn man schon ein bisschen Ausrüstung hat. Mhm. Der aktuelle Patch, muss ich sagen, interessiert mich auch gerade nicht so krass. Ich müsste halt einfach Gier sein und dafür habe ich momentan keine Motivation. Ich weiß gar nicht, ob man für die jetzt, die, also es sind ja keine neuen Raids rausgekommen, es sind ja die alten Raids nochmal erschienen. Mit ein bisschen angepasst, so. Das reizt mich halt so null. Auch generell die Raids waren. Raiden reizt mich hier schon lange nicht mehr. Und dann gibt's halt noch die mythischen Dungeons und die sind halt kurze. Und so auch einfach nur wieder alte Dungeons. Obwohl, manche gab's ja vorher, glaube ich, gar nicht als M+. Also hier das Grimmstall-Depot oder so. Das könnte ganz interessant sein, aber... Ja. Ich habe auch nicht so die Motivation dazu. Ich war was. Hier grinden, dann geht's schon immer faul. Ja, guck mal hier, wenn du die Hauptstory noch durchmachst bis zum Ende, bekommst du ein gratis Legi. Mit in den Gürtel oder ist das noch ein anderes? Ne, in Cerep Mortis hast du da diesen Gürtel bekommen. Oder gibt es jetzt noch mal eins umsonst? Ich meine jetzt hier Titanenpanzer. Achso, ja, den Gürtel der Einigkeit. Ja, 268. Ja, okay, also so gut ist es eigentlich gar nicht. Ja. Also eigentlich will man sich ja trotzdem noch ein besseres craften. Aber für den Anfang ist das natürlich ziemlich nice. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ja, 268, also ich glaube, 290 oder sowas. Beim letzten Patch stand so das Höchste, was man sich da craften kann. Vom Item-Level her. Ja klar, ne? Ich meine, den Gürtel, ne, geschenkten Gaul schaust nicht ins Maul, nimmst halt erstmal mit rein, so. Ne? Super gut. Ich sag mal, das höhere Item-Level braucht man ja jetzt auch nur unbedingt, wenn man halt irgendwelchen anspruchsvollen Content macht. Wo man die Stats halt irgendwie wirklich braucht, so. Ne? Ansonsten ist das ja auch vollkommen Wurst. Ui, ui. Ui, Alter. Also ich muss ja sagen, Dragonflight bin ich so ein bisschen gemischt. Gemischter Meinung. Werde ich wahrscheinlich gar nicht erst spielen. Ja, das ist bei mir auch das Fazit. Also ich habe sonst eigentlich jedes Add-on zum Release gespielt, aber das ist, glaube ich, das erste, was ich wirklich skippe. Ja klar, jetzt brauchst du auch kein 290 mehr. Das ist ja auch der Grund, wo ich meine, so. Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt, wahrscheinlich gibt es nicht mal mehr höheres Item-Level. Also ich meine, Hexer ist ja auch komplett outgeared, so. Das Einzige, was mir noch bringt, ist, glaube ich, hier Raid auf Mythisch, die letzten drei Bosse da. Weil es da 285er-Teile gibt oder sonst. Wenn es nichts mehr gibt, habe ich Shadowlands durchgespielt, so.
Na, Dragonflight weiß ich nicht. Also die Mechaniken, so, die angekündigt wurden, so zum Beispiel hier wieder Talent Trees, so, das finde ich halt schon ein bisschen interessant. Obwohl es halt natürlich, das läuft halt eh wieder darauf hinaus, dass alle den gleichen Pool spielen, weil er auf irgendeiner Seite als Meterschmeter super cool steht, ne? So, die Illusion des Skillens ist halt wieder da. So wie ein Classic und ein Kram. Da haben wir die Überzeugung, hey, es gibt einen Talentbob, es gibt mehr Knöpfe, die ich drücken könnte. Tut aber trotzdem keiner. Oder kaum einer. Aber trotzdem finde ich die Idee halt echt gut gemacht. Sieht schön aus. Ja, da. Ey, Wattle K brauche ich gar nicht. Ich habe ja damals, ja 2010 Wattle K gespielt, da habe ich gar kein Interesse daran, muss ich sagen. Jetzt nochmal Wattle K zu spielen, einmal reicht. Aber ist natürlich für alle Leute, die das nicht gespielt haben, interessant. So. Bibi, da ist er ja wieder zurück. Ja, ich musste mit dem Wauzi schmusen. Oh. Ja, super gut. Wauzi ist mir aufs Klo gefolgt. Wauzi wollte mich nicht aufstehen lassen. Wenn Wauzi Bauch zeigt, muss ich kuscheln. Geht nicht anders. Das verlangt das Kuscheltiergesetz. Kuschelige Tiergesetz. Ja, wir bräuchten eventuell einen Heiler. Alternativ könnte Kitty tanken, dann könnte ich heilen. Ich habe mit dem noch nie Tank gespielt. Ich habe auch nicht, dass ich mit einem Tank. Ich glaube, du hast noch nicht mal ein Schild oder so. Nee, ich bin Titanenkrieger. Ich kann nicht heilen. Ich nicht, Seiler hier. Ja, dann müssten wir tatsächlich entweder ein Random suchen oder ohne probieren. Ohne könnte es halt echt, ich glaube, schnell enden. Bom. Ja, Kitty. Ich glaube, wir besorgen dir mal ein Schild. Ich kann nicht denken, vergiss es. Er ist auch nicht anders, weißt du? Ist wie Furor. Ich möchte auch momentan nicht denken. Charge da rein und haust den Kopf auf die Tastatur. Ja, gut, dann müssen wir einen Heiler suchen. Bleibt ja nichts anderes übrig. Jo. Salamdang. Können wir spezifisch anmelden? Achso, ich kann gar nicht. Das muss Aidaria machen. Ich weiß nicht, wie es geht. Dann kannst du mir mal die Krone geben. Einfach Rechtsklick auf mein Bild und ich glaube Anführergruppe, irgendwie so heißt das. Ich mach das zwar ungern, aber. Du kannst ja wieder zurückbekommen. Nee. Alles gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Tiefendings. Ich richte mich da ganz durch. Ich bin Mitläufer. Und wenn wir dann noch Bock haben, machen wir noch Sklavenunterkünfte. Geschweige denn, wenn wir noch einen Heiler finden. Ist ja auch eine gute Zeit. Was findest du erst 2.30 Uhr? Ja eben, die perfekte Zeit, dass Kitty uns einen Schwank aus seiner Jugend erzählt. Was? Ja. Jugend? Du hattest gerade so richtig schön ausgeholt. Da wollten wir dich jetzt natürlich nicht unterbrechen. Ich hab gegähnt. Ja, meine ich. Hast dich schon mal vorbereitet. No. Achso, naja, wie du magst halt. So, ne? Also, wir haben Zeit. Na, guck mal. Da findet sich ja doch noch was. Da gibt's Quests. Jeder zu einer anderen. Ja. Wollen wir die auch lesen?
Ich glaube, das ist jetzt mit einem Random etwas schwierig, glaube ich. Ja, das ist so eine Geduldsprobe, weißt du? Also merkt man, wenn der Heiler geht, merkt man auf jeden Fall schon, dass er keinen Bock hat. Ja, dann melden wir halt neu an und kommt irgendwann ein anderer. Das können wir ruhig lesen. Ja, also ne, wie gesagt, wenn er geht, dann geht er halt. Okay, also ich habe 2 schon durchgeklickt. Ich habe jetzt auch schon alle angenommen. Okay, ja, ich wurde schon den Dienst angegriffen, alles klar. Ja, das war Titan hier, der hat eine Rückführung gemacht. Ja, egal. Was führt euch hierher? Egal. Ja, wir können hier noch mal rein. Irgendwann. Ja, dann machen wir los. Ist ja jetzt nicht so. Haben wir bei der anderen ja auch gemacht, dass wir noch mal reingegangen sind. Du löst es einfach dann noch mal ein. Irgendwann. Der durfte Dungeon Run. Ich merke, dass ich meinen Krieger lange nicht mehr gespielt habe. Waren, glaube ich, 4 Tasten? Ich glaube, 4 waren es. Es sind ein paar mehr als 4, die ich drücken kann. Ja, aber auch, glaube ich, nur 4. Also Furi fand ich genau deswegen eigentlich sehr angenehm, weil er echt nicht so viel hat. Das ist ein überschaubares Toolkit. Den Riesen immer hier noch mit. Immer auf die Großen. Ja, immer so. Die roten Blümelein. Da muss man ein paar sammeln. Also die droppen auch so von den Viechern, aber ne, wenn ihr die seht, dann könnt ihr die einsammeln. Ich, die sich jetzt fragt, wo waren rote Blümelein? Also war gerade dran vorbeigelaufen. Die verschwinden natürlich schnell, weil jeder so mal schnell weggelootet ist. So. Ich bin doch blind. Eh, sowas guck mal wieder nicht. Sagt mir eine Katze, die sehe ich sofort. I'm a kitty cat. Dance. Genau das. Oh, ich weiß es gar nicht mehr, ob man die Pilze hauen muss oder einfach nur von denen weggehen.
Geh mal von denen weg. Kannst du dir leider auch nicht sagen. Hier war ich tatsächlich noch nie drin. Mal ein bisschen Tee schlürfen. Oh ja. Ich habe jetzt eine Blume. Guck mal da, zu meiner Rechten, da ganz an der Seite ist so eine rote Blume bei diesen Pilzen. Ach, die da? Seht ihr die? Ja, genau. Das, so, das sind die Dinge. Okay. Einen glücklichen Zufall habe ich in 3 von 5, aber ich habe keine einzige gepflückt. Ja, die Monster droppen das halt auch. Also es kann durchaus sein, dass man die halt gar nicht einsammeln muss, weil man die einfach schon so lootet. Aber umgekehrt kann halt auch sein, dass dann die ein oder andere fehlt. Aber es tauchen noch Blumen auf. Also ich hab die jetzt auch schon. Mir fehlen noch 2. Mir auch. Also ist schön, man. Lohnt sich das ja noch einzusammeln. Ich hab die jetzt auch komplett über Viecher bekommen. Ja, ich war nicht schnell genug von meiner Hand aufhängen. Da merkt man halt auch schon so ein bisschen die fortschreitende Zeit. Ah, guck mal, hier hinten ist noch so ein Hibiskus. Ich glaube, die respawnen auch in der Innie, die Pflanzen. Ich sehe noch einen, aber da sind noch Monster in der Nähe. Ach so, ja. Sollte eigentlich genug geben, so, ne? Die nicht so lang. Hier rechts war einer, glaube ich. Wie viel brauchst du denn noch insgesamt? 2 Stück. Ich auch. Ja, das sollte eigentlich passen. Ich brauche auch noch 2. Zwei kleine Blümelein. Ich hab ein Boot. Die dicke Anna sitzt im Boot.
Fürchtet keine Hungersnot. Guck mal, hier ist noch Bluthibiskus drin. Nicht. Oh, ich hätte mein Inventar mal vorher ausleeren sollen. Egal. Nee, meins hat sich vorher ausgeleert. Badadüm, düdüdüm, düdüdüm, düm, düm. So. Spielen wir mal nur eine Gruppe. Auf die Nase, auf die Nase. Auf die Nase. Aidaria, deine Wespe, die holt sich noch Schläge ab. Echt? Ja. Also es kann sein, dass die eventuell stirbt, wenn du das Knurren nicht ausmachst. Es ist aus. Das Knurren ist aus. Ja. Aber irgendwie holt die sich auf jeden Fall noch Aggro ab. Das kann sein, aber. Ja. Knurren ist aus. Ja, ich spotte sowas immer nicht ab. Es ist bei mir, wenn die so ein Lebensbalken von den lila wird, dann ist das immer Pet-Aggro. Hat irgendein Pet-Aggro gezogen. Das ist mir das aber auch relativ egal. Ich weiß nicht, wie ich da die Aggro loswerde. Weiß ich auch nicht. Vielleicht macht das auch einfach zu viel Schaden, das kann natürlich auch sein. Das kann durchaus möglich sein. Können Sie uns auch zurückrufen? Ja, noch lebt's ja, ne? Das ist ja noch kein Problem. Thank you.
uns mal ein bisschen beeilen, weil ich würde die Hydra ganz gerne hier an der Wand hängen. Die hat ein Knockback. Dann kann man da ins Wasser fallen, das ist sehr unschön. Da war ein Hibiskus dabei, jetzt brauche ich noch einen. Oh yeah.